Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transport Human 2. Ja, ihr seht es, ich habe im Offscreen ein bisschen weiter gebastelt. Ich habe hier oben auf diesem, ja, auf dieser Empore, sagen wir mal, oder dieser anderen Höhenlinie, habe ich jetzt hier oben einen großen Bauernhof platziert. Hier dann schön an der Strecke nach Bückeburg-Worms, wo es gleich auch weitergeht. Weitergebaut, hier fährt ja der RE und hier soll dann nachher der Intercity etc. fahren. Ja, habe ich hier ein paar schöne Felder angelegt, um diese Riesenfläche einfach ein bisschen zu füllen. Und ich denke mal, also mir gefällt es, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier hatte ich jetzt noch so einen kleinen See angelegt, weil ich nicht wusste, was ich mit dieser Riesenfläche machen soll, weil ich mich unheimlich schwer tue hier mit diesem Städtebau. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Und irgendwie gefällt mir im Moment auch nicht mehr diese Straße hier. Dieses Rumgeeier hier wegen den Haltebuchten. Das, wahrscheinlich werde ich es ändern. Müssen wir mal gucken. Und auch hier mit diesen ganzen Tunneln. Das ist alles so... Nee, es gefällt mir nicht so wirklich. Muss ich im Offscreen mal gucken, was ich da mache. Ja, ansonsten habe ich hier so einen kleinen Park angelegt. Hier zwei Loks ausgestellt, die sich die Besucher anschauen können. Hier drüben habe ich dann endlich auch mal meinen Firmensitz platziert. Aktuell noch sehr klein. Ist ja auch klar, wir spielen auch im Sandbox-Modus. Ja, dann hier noch so einen kleinen Parkplatz. Und hier halt ein paar Wohngebäude. Das muss ich aber noch ausdekorieren. Das habe ich gestern Abend noch spät gemacht. Dass wenn man jetzt hier lang fährt, dass man hier dann halt auch schon so ein bisschen Kulisse hat. Ja, und dann will ich das ja hier alles noch irgendwann in den nächsten 38 Jahren mal alles selber machen. Wenn das Spiel das zulässt. So, und hier hatte ich auch ein bisschen gebaut. Ich hatte hier diese Fußgängerwege hier angezogen und dann hat sie versucht, da einen Bus reinzufahren. Und ja, der ist dann hier einfach mitten auf der Straße stehen geblieben, weil es dann nicht weiterging. Ich konnte den auch nicht irgendwie umdrehen. Ich musste den echt schon verkaufen. Also von der Linie löschen. Sonst ist er gar nicht verschwunden. Und ich musste jetzt die Straßen hier abreißen, weil der wollte da immer reinfahren. Obwohl die Linie auch von hier auf der Hauptstraße kommt, ging hier runter und ging dann hier zu seiner Bushaltestelle, weil er hat hier eine Bushaltestelle an der Ringstraße und hier am Sportplatz. Da hat er seine Haltestellen. Also es war überhaupt nicht notwendig, von hier nach rechts abzubiegen. Keine Ahnung, was er da hatte. Und ja, da muss ich die Straßen wieder trennen und mal gucken, wie ich das jetzt löse, ob ich da gar keine Straße hinsetze, sondern einfach nur mit Texturen das andeute. Ja. Gut, so viel dazu. Ich habe noch einmal geschaut. Der ICE, wir können uns dann mal reinsetzen, um euch auch die Geschwindigkeit zu zeigen, die er jetzt fährt. Nee, machen wir so nicht, machen wir so. Er schafft die 250 km/h locker. Ich habe aber allerdings ein Problem auf der Rückfahrt. Da bremst er immer ab. Ich habe die Schienen schon abgerissen, neu gebaut. Er sagt mir auch Höchstgeschwindigkeit 250. Er bremst aber immer ab auf 160. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt und beschleunigt danach noch wieder. Es kann nicht an der Kurve liegen. Die habe ich nämlich komplett abgerissen und neu gebaut. Und er sagt mir, das Spiel, yo, 250 Stundenkilometer ist kein Problem. Das funktioniert. Ja, irgendwie, aber wohl doch nicht. Ich habe auch schon Signale weggerissen, dass die Blöcke nicht zu kurz sind, dass er dann denkt, jetzt habe ich grün, aber der nächste Block ist rot, also muss ich schon bremsen. Da ist ein großer Block, da kann der eigentlich so durchrauschen. So, jetzt haben wir hier 250 gleich erreicht. Also der schafft auf jeden Fall deutlich mehr als der ICE 4, schön. So, und hier geht es jetzt mit 250 durch den Bahnhof durch. Das lenkt natürlich jetzt ein bisschen, ist ja klar. Aber es geht einigermaßen. So, und hier bremst jetzt ab wegen den Kurven. Das Problem, dass der ICE abbremst, ist hier in diesem Tunnel. Angeblich ist die Kurve auf 250 Stundenkilometer ausgelegt. Er fängt irgendwann hier an zu bremsen, fährt hier durch, hat nie irgendwie mal eine konstante Geschwindigkeit, geht runter und geht dann auch sofort wieder hoch und gibt dann hier wieder Gas und fängt dann hier hinten dann wieder an zu bremsen, weil es dann hier in den Bahnhof geht. Ja, sollen wir mal gucken, was da ist. Ich muss mir vielleicht, ist das doch irgendwie an der Kurve und er zeigt mir das nicht vernünftig an. Ich weiß es nicht. Aber egal. Darum soll es jetzt heute nicht gehen,
So, heute soll es darum gehen, dass ich gerne die Strecke bis nach Worms erweitern möchte. In Worms endet ja der RE, der eine, der aktuell fährt. Der soll ja hier enden. Und nach später soll der Intercity, also kein ICE, sondern Intercity erstmal, soll dann hier durchfahren und dann bis nach Hannover weitergehen. ICE soll ja später auch fahren, der fährt dann aber hier lang, über Bad Lippenzell und dann bis nach Hannover. Soll auf der anderen Seite vom See halt lang fahren. So, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt erstmal hier das bauen. Straße hier weg. Das ganze Ding kann auch weg. So. Zack. Das kann auch weg. So, wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir mit der RE ja nach rechts müssen und mit der Schnellverstrecke nach links müssen. Aktuell ist das so gebaut, dass die... dass die Schnellfahrstrecke die rechte ist, oder von der ist es jetzt sowieso die rechte und die andere die linke ist. Das werde ich aber tauschen. Es ist einfacher, wenn ich jetzt den RE auf die rechte Fahrspur setze und den Intercity später dann auf die linke. Ab Bückeburg teilen sich Intercity und RE sowieso die Strecke. Und in der City wird in Bückeburg nicht halten, der wird dann halt hier durchrauschen. So. Und wir haben ja hier Weichen und alles genug. Deswegen würde ich sagen, wenn wir uns jetzt hier auch einfach voneinander trennen. Und dann erstmal die Strecke bauen. 250, das reicht auf jeden Fall. Schneller fährt der in der City auf jeden Fall nicht. Ich würde jetzt gerne mal was ausprobieren. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit anfangen soll. Gehen jetzt hier mal, machen jetzt hier mal ein bisschen was runter. Aha, da kommt jetzt schon Wasser. Ist prinzipiell gar nicht schlecht. Vielleicht funktioniert das dann. Boah, da muss ja eine Brücke bauen. So. Und ich möchte jetzt gerne das hier mal ausprobieren. Mit so einem Bahndamm hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hat da allerdings jetzt aber keine... Das gefällt mir besser. Kein Geländer. Nee, die ist mir zu modern. Nee. Das ist mir zu glatt. Nehmen wir mal das. Ich weiß nicht, wie er es auf der Seite dann macht. Ah, jetzt funktioniert das. Sehr schön. Und zieht er das jetzt auch? Nee, das hört auch doch auf. Ich will das halt gerne weiter, dass er das weiterzieht. Dass ich quasi so schon die ganze Zeit den Bahndamm an. Leute, aber das macht er nicht, ne? Der geht dann da wieder in den Sandkastenmodus über, sozusagen. Dass man das nicht bestimmen kann, dass er das dauerhaft machen soll, ist ein bisschen schade. Geht nicht, das geht. Weil ich kann ja hier nicht weiter runter, sonst habe ich gleich überall Wasser. Schade. Müssen wir das doch so machen. Weil ich wollte die schon so ein bisschen erhöht laufen lassen. Aber jetzt hat das nicht funktioniert. Also habe ich den falschen ausgewählt, ich Trottel. Nochmal neu. Den hatte ich genommen hier, ne? Ne, den. So. Zack. Ja, dann funktioniert das auf jeden Fall. Das sieht schon schön aus. Also mir gefällt das sehr gut. Wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt so weiterziehen könnte. Aber das scheint wohl nicht zu funktionieren. Naja. So. Bleiben wir auf jeden Fall auf unserem kleinen Bahndamm. Hier wird der Bahndamm natürlich schon ein bisschen höher. Müssen wir sehen, dass wir nachher dann da auch rüberkommen. Alles schön mit 250 hier. Denn das City nachher auch gut Gas machen kann. Werden wir mal abgehen. Auch ein Stück geradeaus ist auch nicht schlecht. So. Der Bahnhof ist auf der Seite. Also wir müssten jetzt irgendwie dann darüber kommen.
eine Strecke da. So. Hier in die Kurve. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Da soll jetzt noch eine Straße neben. Die setzen wir jetzt mal erst. Können wir uns daran orientieren. Die oder die. Besser die hier. So. Die hier muss einmal weg. Da hier unter bestimmt kriegen rum. Nee. Tut er nicht. Die muss aber weg. Die brauchen wir da nicht. Dann kann die da meinetwegen drauf gehen. Ist in Ordnung. Und in die Straße hier, die soll halt auch hier umgehen. Und in der Mitte kann dann der Zug durchfahren. Okay. Ganz schön dicht am Wasser hier, ne? Naja, mal gucken. So. Ja. So. Jetzt hier einmal über die Landzunge rüber. Zack. Da hinten ist dann auch schon der Bahnhof. Jetzt mal gucken, was wir jetzt mit der Straße machen. Aber ich würde sagen, bei einer zweigleisigen Strecke können wir den nachher einfach überlaufen lassen. So. Jetzt wird es dann eh schon langsamer von alleine. Wir gehen dann jetzt auch auf 120. Dass er hier dann nicht ganz so schnell reinballert. Müssen wir dann eh jetzt gleich mal gucken, wie wir jetzt von hier oben runterkommen, weil wir sind hier höher. So, wir nehmen natürlich die mittleren Gleise als Anschlussgleis. Hier ist dann noch 80, mein Freund. So, 80. Und das kann ich auf jeden Fall mal bei allen bauen. Hier ist 80. Reicht ja erstmal so ein kleines Stück. Fahren sie da auf jeden Fall nicht so schnell durch oder rein. Dann jetzt hier mit 120 weiterbauen und da erstmal drauf gehen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Oh, das sieht immer noch ganz gut aus. Oh, das kann man auf jeden Fall so lassen. Ja, ist doch schön. Perfekt. Und dann würde ich jetzt hier gerade gehen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier wieder auf der Schräge die Weiche bauen möchte, wird das wieder nicht so schön. Na, will er da nicht direkt drauf? Ach, so geht's. Mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht. Na. So. Ach, das sieht aber gut aus. Doch, das sieht noch gut aus. Ja, nee, das können wir so lassen. Das ist in Ordnung. Zack. So. Dann haben wir das Stück ja eigentlich schon mal geschafft. Da brauchen wir natürlich jetzt hier erstmal noch eine Menge Signale. So. Hier haben wir schon Ausfahrtssignale. Nein. Hier muss ich den Bahnhof verändern. Hier haben wir noch die doofe Oberleitung. So. Jetzt hier mal ein paar Signale setzen. Nicht zu großen Abstand. Damit die sich dann nicht blockieren. Und dann werden wir jetzt gleich hier erstmal den Intercity draufsetzen. Ich auch noch gar nicht so genau weiß, von welchem Gleis der aus mitten fahren soll. Der dann später, der wird später bestimmt durchfahren, aber in welche Richtung? Der fährt dann ja wieder in eine andere Richtung.
ja eigentlich nicht so viel Sinn, ne? Aber mit dem Ende muss er ja auch in den Kopfbahnhof reinfahren. Auch ein bisschen blöd. So, ne, hier ist ja noch 120. Das muss ich wieder abreißen. Das ist immer so schwer, die zu treffen. Mal aufpassen, dass man da nicht gerade die Maus bewegt, wenn man das bauen will und dann aus Versehen was abreißt. So. Dann haben wir das ja auch schon fertig. Der RE fährt jetzt hier. Wir können natürlich den RE nachher hier einfach mit komplett drüber leiten, ne? Was aktuell ja noch nicht funktioniert. Aber muss ich mal gucken, wie ich das mit der Weichenstraße mache. Ich finde aber jetzt erstmal den Intercity, eben der fährt ja von Minden bis nach Hannover. Und die ICE später ja auch. Müsste hier unten dann irgendwo anhalten. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch erstmal machen. Und dann mal gucken. Der fährt auf das Gleis. Wie nennen wir den denn? Habe ich ja den anderen ICE, habe ich den genommen, ne? Intercity. Boah. Ich weiß jetzt nicht, was Intercity-Namen haben. Wenn ihr da eine spezielle Nummer haben wollt, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal 298 nach. Hannover. Jetzt fährt er ja natürlich erstmal nur bis nach Worms. Oh, erstmal nur bis nach Worms. So, von hier fährt er ja durch. Nein. Und kommt wieder zurück. Er soll natürlich jetzt hier. Ach, hier habe ich noch gar keine Signale, ne? Ah. Ich habe noch gar keine Signale. Interessant. Interessant. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich jetzt hier noch Signale hinbekomme. Irgendwo haben wir hier unten ja die. Was ruckelt das jetzt schon wieder so? Das kann doch nicht sein, ey. Alter. Wir sind dumm. Selbst wenn ich das jetzt ausmache, ruckelt das noch so wie Sau. Jetzt können wir die auf die gleiche Höhe setzen wie die auch. Da sitzen welche. Die mal einblenden. Zack. Dann ist hier hinten wieder. Na. Komm. So, dann hier im Tunnel. Da. Dann hier. Alter. Mein Gott, wann kommt endlich der Patch? Da haben wir. Hier haben wir noch nicht. Hier haben wir auch noch nichts. So, und dann ist hier. Dann kommt hier jetzt auch noch einer hin. So. Und dann geht's weiter. So, dann müssen wir jetzt natürlich einmal von Minden nach Hannover hier auch auswählen, aus welchem, wo der langfahren soll. Nach Minden Signal hinzufügen, nehmen wir das Signal als Wegpunkt. Und nach Worms, wenn er zurückkommt, soll er auch hier langfahren. So. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Gut, hier fährt er ja zusammen, weil er sie hier hinten noch nicht, weil er hier hinten noch keine Weiche hat. Kommt also hier nicht rüber. Das ist verständlich und lösbar, das Problem. So. Zack. Jetzt fährt er wahrscheinlich immer noch da rein. Sagen wir mal, wir sollen in Gleis 3 fahren. So. Perfekt. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt erstmal zwei Züge auf die Linie. Ja. Genau, erstmal ein. Also wir kaufen jetzt direkt zwei. Setzen dann einen auf die Linie. Zack.
Gebäude. Die Taste gedrückt. So. Da kommt natürlich, wie man es nicht anders kennt, eine 101 davor. Obwohl die Vectron, die neue. Oder die 182 ist das ja, glaube ich, ne? Aber die habe ich irgendwie nur in der ÖBB-Lackierung hier. Könnte man da ja auch vorhängen. Die ist auch nur in Gelb, ne? Ja, hier sind nur in Weiß. Oh, hier ist sogar eine Fake-Bike, toll. Das ist alles nur ÖBB. ÖBB. Ist ein bisschen blöd. Da kann ja nichts mehr anfangen. So. Dann nehmen wir hier halt die 101. Verkehrsrot. Zack. Und dann einmal Passagiere. Ich glaube, da musste ich die nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt noch ein Steuerwagen hinten dran. 8. Das ist doch eine schöne Länge, 231 Meter, 130 Leute. So, mal gucken, wie das dann wird. Ist auch ganz, ganz gut. Und dann bauen wir jetzt den einen nochmal genau andersrum. Ja, nee. Das einmal weg hier. So, den hinzufügen. Aber jetzt bitte dann einmal vorne. Zack. Und dann nochmal eine weitere 101. Sind die jetzt? Ist da auch noch welche? Hm, nehmen wir die. Zack. Oh, der Unterschied ist. Zack, 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 zack. Laufen. Perfekt. So, meine Freunde, dann geht der jetzt auf die Intercity mitten Hannover. Und wir sind auf jeden Fall schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde die Züge jetzt schon auf die Linie packen und in der nächsten Folge fahren wir dann noch einmal mit. Vielleicht schmücke ich die Linie noch ein bisschen aus. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wisst ihr, was zu tun ist. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.